Grüß euch, ich bin der Reiter Sebastian, der Junior. Wir sind da jetzt beim Kurzgrubhof im Verwerfen. Liegen da auf 820 Meter Seehöhe. Bewirtschaften einen Rennmilchviehbetrieb. Haben 15,5 Hektar Eigengrund, Mähfläche und 8 Hektar Mähfläche im Pacht. Und zurzeit haben wir um die 22 Stück Milchvieh mit Nachzucht. Aber es wird in nächster Zeit noch aufgestockt auf die knapp 28 Stück. Wir haben einen neuen Stall gebaut, eben wegen dem Tierkomfort und das Tierwohl zu erhöhen und ein bisschen Arbeitserleichterung für unsere ganze Familie zu erreichen. Und das war mir wichtig, auch wenn es jetzt nicht so ausschaut oder was, aber dass wir das alte Stallgebäude noch ein bisschen erhalten und integrieren können hinein. Weil es da aus 1566 das alte Stallgebäude ist. Im alten Stall ist der Milchstand verbaut und noch ein paar Liegeboxen und der Rückgang und der Wartebereich. Wir haben einen 2x4er Fischgratenmilchstand, der ist gebraucht. Den haben wir recht günstig gekriegt und bin sehr zufrieden damit. Das ist unsere Kloppe, die was über den ganzen Futtertisch rumgeht, weil wir eben durch unsere topografische Lage, weil da hinten der Bach ist, ein bisschen beengt worden, dass man die ganzen Milchkühe auf einer Seite hinbringt. Wir bringen die nachher jetzt im Milchstand um. Und da haben wir uns einfach Gedanken gemacht, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, einfach mit so Spaltenboden, dass wir sie integrieren können, mit der Kloppen da, dass dann von der Hauptjungviecher-Stallseite zur Milchvieh-Stallseite umkommen. Wir haben da bei uns eine eckige Güllegrube, eine rechteckige. Da wo wir jetzt stehen, da geht es jetzt knapp noch 4 Meter runter am Boden. Dass wir die aufrühren, haben wir uns für ein Axialrührwerk entschieden. Das ist ein Battelrührwerk genannt. Das ist ein 4 Meter Battel unten und der schwimmt mit. Und das funktioniert recht gut. Also mir gefällt am neuen Stall besonders gut der Tierkomfort, die Luftigkeit, die Helligkeit und die Arbeitserleichterung für alle. Und dass alles alt und neu gut harmoniert. Und das gefällt mir halt einfach alles mehr noch gut.